Wir sind jetzt da bei mir daheim. Ich habe letzten Winter umgestellt von Öl auf einen Scheitholzkessel. Der hat 30 kW. Und wir haben da halt den Sekt haben ihn untergebracht in einem ehemaligen Eselstall. Das ist ganz praktisch, weil man nämlich die Scheitel ebenerdig einrahmen kann und man nicht irgendwie mühsam das in den Keller bringen muss. Ich hätte mir auch nicht vorgestellt, dass das alles so einfach geht. Ich fahre im Grunde zweimal am Tag auf, einmal in der Früh, bevor ich in die Arbeit gehe, und einmal auf Nacht, wenn ich wieder heimkomme. Und bevor ich einheiz, schaue ich auf das Informationsdisplay, weil da habe ich einen guten Überblick über meine Heizungsanlage. Wie man sieht, jetzt ist es kurz vor 8:30, weil heute Samstag ist, da stehe ich nicht ganz so bald auf. Ah, da komme ich gerade recht zum Nachheizen. Der Pufferspeicher hat oben 59 Grad, in der Mitte 32 Grad. Und die Heizkreise ziehen jeweils mit 33 Grad aus dem Pufferspeicher raus. Der ideale Zeitpunkt zum Nachheizen. Und was passiert im Kessel? Ja, der hat oben noch 58 Grad. Bevor ich nachliege, kratze ich den Rost von den Verbrennungsrückständen. Und das ist ja da gerade Asche, weil wir ja lauter kein Holz verwendet sind. Und nicht so altes Bauholz, wo ein Haufen Nägel drin sind. Aber jetzt säge ich gerade. Normalerweise ist er nur ein wenig der Glut da, aber heute ist er schon so weit runterbrennt, weil wir so spät dran sind. Den kann ich auch ganz einfach abkippen. Dann kann ich nachlegen. Ihr wundert euch, warum ich rechts vorne in einen Scheitholzkessel ein Scheiferl Hackschnitzel rein da habe. Das ist nämlich auch so, das ist das Einzige, was ich lernen habe müssen. Der hat eine automatische Zündvorrichtung. Freilich kann man das auch mit einem Glorholz oder so probieren, aber da haben sich die Entwickler was denkt dabei. Und mit einem Scheiferl Hackschnitzel, das ist meine Erfahrung, funktioniert das zu 105%. Da haben wir alle ein Sackerl heim da und dann habe ich das jederzeit griffbereit, sodass das Anzünden eine ganz einfache Geschichte ist. Ja, das ist eine schöne Scheitel, die brennen bestimmt gut. Den 30 kW Kessel gehen rund 200 Liter Füllvolumen rein, also das sind schon ein paar Scheitel. Das ist je nach Holzart 6 bis 8 Stunden Brenndauer. In der wärmeren Periode nehme ich Fichtenholz oder in der kälteren Periode Buchenscheite. So, jetzt ist er voll. Das war's. Nach dem Winter kann ich sagen, mir reizt es überhaupt nicht, dass ich vom Ölkessel auf einen Scheitholzkessel umgestellt habe. Freilich ist für bei all den neuen Dingen, man muss sich ein wenig damit beschäftigen, man muss das lernen, das mit dem Anheizen, mit den Scheitel, das ist aber alles ganz einfach. Und jetzt geht es ja dann ins Frühjahr, da kann man genauso den Scheitholzkessel ganz voll machen, der brennt seine 6 bis 8 Stunden ab, da braucht man halt dann bloß alle 2 Tage mit Nachheizen, wenn man nicht so viel Temperatur braucht. Und mit dem Pufferspeicher zusammen ist es eine ganz angenehme, komfortable Lösung. Und das Schöne ist, dass die Steuerung nicht unbedingt im Keller oder im Heizraum sein muss, sondern das Display im Haus erinnert ist. Und da herin haben wir jetzt das gleiche Display wie draußen an der Heizung. Und das Schöne ist, dass im Haus herin jeder versteht, weil es so einfach ist, weil sie sich von selber erklärt.